Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Und wir hauen einfach mal die Luft, weil Trevor einfach so angepisst ist. Und wir entdecken auch neue Möglichkeiten, Türen zu öffnen, indem wir erst die Scheiben einschlagen. Genau so schaut es nämlich aus. Weil, ja, alles blöd. Kann man mal so durchaus sagen. Wir fahren jetzt zu den O'Neills und da, ne? Die man nicht hört. Ja, die Musik, die man auch nicht hört, ist total besser. Also eigentlich würde ja Musik laufen, aber naja, ist egal. Ja genau, wir fahren jetzt zu den O'Neills und da haben wir, glaube ich, mal ordentlich auf den Putz, weil das lassen wir uns natürlich nicht gefallen, dass die Trevor Phillips Corporation oder Industries, wie sie ja auch genannt wird anscheinend, einfach so untergebuttert wird. Das geht überhaupt nicht, denn immerhin haben wir den Chinesen unsere Seele offenbart und die wollen einfach nicht mit uns zusammenarbeiten und das... das geht natürlich überhaupt nicht. Elwood O'Neill! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Trevor, it's business! That wide-eyed idiot was mine! It's business, fella! You wanna discuss it? We're at the farm. Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, all of us. Start writing those names on tombstones, cause I'm on the way to your lab and we're gonna see how much of a family myth business you got when I'm done! They're dead, all of them, inbred hillbilly twats. Ja, also auch Trevor neigt natürlich, man hat das bisher noch überhaupt gar nicht gemerkt. Etwas zur Überdramatisierung, wenn man es denn so möchte. Aber gut, damit kommen wir natürlich gut klar, ist ja überhaupt kein Problem. Also die Frage ist, okay, jetzt bin ich schon mal da. Und jetzt, okay, warum kann ich nicht direkt bis dahin fahren? Warum muss ich hier stehen bleiben? Verstehe ich nicht so ganz, aber okay, okay. Ne? Wenn der Spieler so möchte, kein Problem. Hey, ship for brains. Super Schütze. I just spoke to that maniac Trevor. He's coming. Get down to the meth lab to protect it. I hope he don't get through these idiots, but we know they're idiots. Come on, let's go see them Chinese fellas. Oh, how many brothers you got, you ob die hier irgendwas breaks machen könnten, ne? So, was nehmen wir für eine Waffe? Granatwerfer ist leider weg. Also hat keine Muni mehr, schade. Also nehmen wir einfach mal eben die Sniper und ballern die ab, die wir abballern können. Oh, dich auch und dich auch. Und euch beide da unten. Auch wenn ihr eventuell nicht dazugehört. Ihr müsst trotzdem sterben. Weil, ja. Ist halt. Verschluckt. Ist halt so. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen näher ans Haus gehen. Wir müssen ja immerhin auch in den Keller. Wir müssen ja irgendwie das Meth-Labor zernichten. Und dafür müssen wir halt ins Haus. Das hier steht. Und der stirbt. Weil, ist halt so. Verdammt nochmal. So, im Haus sind auch ein paar Leute, aber das ist auch überhaupt kein Problem. Die sterben nämlich auch gleich alle. Was? I kill you? Schnauze. Was, du? Schnauze. Alle Schnauze halten. Ihr werdet alle sterben. Ist gar keiner mehr drin. Ah, doch, da steht noch einer. Aber der ist tot. Irgendeiner hat mich angeschossen. Du? Okay, du stirbst. Und du schießt auch, dann stirbst du auch. Und du stirbst auch, einfach so, obwohl du gar nicht geschossen hast. Und wenn, dann bist du eh tot. So, das sollte erstmal reichen. Aber hier sind noch ein paar Leute drin, aber das, nicht mehr lange. Erstmal gucken. Da ist einer. Na komm. Bam! Ach, der ist schon tot. Aber wir schießen nochmal drauf, ist egal. Wir müssen ja, ne, auf Nummer sicher gehen. Hm, da steht lecker was zu essen. Aber ist egal.
Und, ach, der noch, guck mal. Das wir, was ist das für ein Panzersofa, dass wir da nicht durchschießen können? Ist ein bisschen komisch, aber egal. Dann warten wir, bis er aufsteht und töten ihn. So ist kein Problem. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo muss ich hin? Wir müssen jetzt den Keller finden. Die Frage ist, wo ist die Kellertür? Da vielleicht. Nein, das ist nicht der Keller, das ist das Klo. Könnte man vielleicht auch als Meth-Labor benutzen, aber da hinten geht's, glaube ich, runter. Jawohl. Na dann. Wollen nicht einfach so runterlaufen, deswegen. Aber das funktioniert nicht. Ich wollte eigentlich vorbeigucken, aber das geht nicht. Dann machen wir das halt so. Töten ihn. Und sind jetzt im Meth-Labor. Und nehmen uns diesen Kanister mit Benzin. Und legen jetzt einfach mal ganz geschmeidig eine Spur. Ich mir auf die Zunge gebissen. Mit Benzin. Oh ja. Und was dabei rauskommt, das kann man sich, glaube ich, jetzt schon denken, oder? Da wird doch etwas Lustiges und Spaßiges passieren. Wer soll jetzt noch eine Nase von den Dämpfen nehmen? Die sind doch eh alle tot. Also Trevor, manchmal überlegst du auch nicht, wenn du redest, ne? Mann, Mann, Mann. So, wir sind gleich draußen. Ein bisschen müssen wir noch. Das finde ich, lustig gemacht, ey. Das Lustige ist, wir kippen auch die ganze Zeit Benzin auf unsere Schuhe, aber das ist egal. Falls wir dann mal irgendwie kein Benzin mehr im Auto haben, dann ist das... Okay, loswerden kann ich den nicht. Wir dürfen den behalten. Dann nehmen wir mal die Pistole und schießen auf das Benzin. Und schauen uns dieses Spektakel an. Oh yeah! So läuft der Scheiß. So, jetzt müssen wir vom Farmhaus entkommen. Wir sind doch aber schon weg. Wir sind dann nicht mehr. Aber egal, gut, wenn das Spiel das möchte, dass wir noch weiter wegfahren, fahren wir noch weiter weg. Überhaupt gar kein Problem. Wir haben so einen geilen Quad. Können wir das natürlich mal eben so machen. Und jetzt habe ich die, glaube ich, bestanden, oder? Ja oder nein? Lass mich bestehen. Vielen Dank. So, jetzt müssen wir mal schauen, was als nächstes kommt. Da oben haben wir auf jeden Fall jetzt Dart freigeschaltet. Ach, in unserem Haus ist noch was. Da ist was Neues. Aufgeplöppt. Dann werden wir uns natürlich da erstmal einen Marker setzen. Oder? Nee. Mal gucken. Ich glaube. Wo fahren wir jetzt hin? Da ist auf jeden Fall Dart. Wir fahren zum Friseur. Wir müssen dem guten Trevor mal eventuell eine neue Frise geben. Da muss man aber natürlich erstmal schauen, was es für Frisuren überhaupt für Trevor gibt. Nicht, dass wir auf einmal... Wobei, mit dem Afro? Nee, ein Afro sieht bei Trevor, glaube ich, nicht so geil aus. Deswegen muss man erstmal schauen, was es da gibt für Frisuren. Und dann kann man ja mal ein bisschen, ne? Danach gehen wir mal ins Tattoo-Shop. Und werden mal ein bisschen den guten Trevor noch ein bisschen zuhacken lassen. Ist ja alles kein Problem, der hat ja genug Kohle. Dafür. So, da sind wir auch schon beim Friseur. Und weil wir natürlich Trevor sind, ja, absteigen kann jeder. Wir springen einfach von dem scheiß Squad. So sieht es nämlich aus. Cause we can. So ist das. So nicht anders. So, dann wollen wir mal gucken, was gibt's hier denn? So, Randale. Ja, das ist halt ein bisschen länger, ne? Ah, Randale, Fukuhila, Rausgewachsen ist halt der gleiche Haarschnitt wie jetzt, nur ein bisschen länger. Halt nicht mehr, nicht geschnitten, wenn man so möchte. Das passt auch irgendwie zu Trevor, finde ich. Fukuhila nicht so, ich finde auch Randal finde ich auch nicht so gut. Adlerschnitt ist halt der Standard, ne? Und rausgewachsen, ja, ein bisschen zotteliger, ein bisschen länger, das machen wir mal. Ich finde es immer wieder interessant, wie die einfach mit ihrer Schere Haare ankleben können. Das funktioniert in der Realität irgendwie nicht. Aber die können das. So, dann gucken wir nochmal Bärte. Mhm. Oh, der Gary, Junge. Vollbart. Na. Ja, ich. Na.
Lenkstange, ich weiß nicht, warum das Ding Lenkstange heißt, aber nee, Bart will ich nicht. Bart ist jetzt nicht so meins, muss ich sagen. So. Dann wollen wir mal gucken ins Tattoo Shop Studio. Das ist ja zum Glück nur eine Querstraße weiter, deswegen können wir dann mal einfach hier über den Parkplatz drüber brausen und sind schon da. Jetzt gucken wir mal, was wir hier so an schönen Bildern uns machen können. Das Gute ist, wir bluten ja eh schon. Da ist es egal, dass wir dann auch durch die Nadel bluten. Macht also keinen Sinn. Aber beziehungsweise der wäscht uns ja vorher noch ab. So. Das sieht sehr sexy aus. So, dann gucken wir mal, was wir alles so haben. Es gibt relativ viele Sachen, muss ich sagen. Hier so ein böser Clown, das würde schon irgendwo passen. So ein Trevor. Aber der hat auch schon Tattoos, ne? Karte, hier so ein Auge im Bauchnabel, ist wunderhübsch. Hier so irgendwas geschrieben, da an der Seite irgendein komischer Fratzenkopf. Ein Kreuz, ja. Pff. Das sieht auch gut aus, aber das Schweinchen ist mega gut. Das Arschloch des Schweinchens ist der Bauchnabel. Finde ich mega Porno. Aus dem Grund gucke ich zwar noch ein bisschen, aber ich glaube, ich weiß schon, was ich nehme. Zumindest an dieser Stelle. Und zwar das Schweinchen, weil ich finde das mega geil irgendwie. Ich finde das gut. So, wir sind noch nicht fertig. Wir gucken auch nochmal hier. Wir müssen natürlich gucken mit dem normalen Tattoo. Da steht dann Rest in Peace Michael irgendwas. Machen wir einen Totenkopf, Toten-Dingsbums. Und hier, das sieht fett aus, finde ich. Aber wir machen das mal, glaube ich. Das sieht schon geil aus. Ja, das sieht schon ziemlich geil aus. Hier so ein geiler alter Mann, aber nö, wir machen das. So, können wir nochmal gucken. Hier linkes, rechtes Bein, da haben wir nicht so viel Auswahl. Entweder so ein Schlangenschädel oder den Sensenmann. Nehmen wir mal den auch. Und Liebe ist zu hassen. Ein Skorpion und Freiheit. Naja. Wir machen Liebe ist zu hassen. Sieht super aus. Sieht eh kein Schwein, weil wir eh eine Hose tragen. So, dann haben wir uns mal zugehackt. Wir sind frisch gewaschen worden von dem Typen. Total nett. Und jetzt fahren wir nach Hause. War ein anstrengender Tag. Da kann man sich das auch mal durchaus gönnen, nach Hause zu fahren. Und eventuell die Füße hochzulegen. Obwohl ich glaube, das wird sowieso nicht passieren. So, da sind wir schon. Zack. Absteigen. Diesmal steigen wir mal normal ab. Na, wir passen uns der Norm mal an. Aha. Get back here. You're not even hidden. Have you got it? I've been trying, Trevor. I've been trying. Come on over here, all right? I ain't gonna hit you. I've been trying. I know, I know. I thought you said you wasn't gonna hit me. I thought you said you were gonna find fucking Michael Townley. There's two Michael Townleys living in L.S. One is 83 and the other one is at kindergarten. I asked the teacher to put him on the phone just to be safe, but she threatened to call the cops. I ain't no molester, Trevor. Shut up before I molest you, all right? Now, is there anything else? I looked through the phone directory. I did find a Michael DeSanta, about the right age, married with two kids. What's his wife's name? Amanda. Amanda? Yeah. You're a genius, you moron. Come on, come here. Don't you ever not tell me things I want to know. Sorry, Trevor. Run, you little bastard! Get out here! We're going to Los Santos! Are we? Not you, me and Wade. What about me? You're CEO of Trevor Phillips Enterprises. Find us some business so that we can make some money. And tidy my shit up. Let's go, Wade, come on. I'm driving. You can jerk me off if I get bored. Richtig. I'm joking. Netter Bursche. Suck me off. Are we gonna stop for ice cream? So we're heading to Los Santos soon. I gotta make a stop. Oh, what's your stop? Ice cream? Road trip? We taking this one? Get in. Where are your people at in Los Santos?
It's just my cousin there, Floyd. He's bunked in with his girlfriend someplace called Vespucci Beach. So, what's your stop? Family's important, Wade. Not as important as the man that's employed you, mentored you, and fed you amphetamines this last year, but it's important. We gotta pay this cousin a visit. I ain't seen him in a while, Trevor. All the more reason to drop by. Okay, that might be nice, but where are we stopping on the way? Because, you know, I'm getting kind of wet over here. For fuck's sakes! Another chapter of the Lost have descended on this fine town. Looking to mourn, maybe revenge their dead. I was thinking me and you could pay our respects. Trevor, I don't think we'd be welcome there. I mean, what do you want to... Achso, die sind fertig. Ich finde, das sieht mega cool aus, wenn es dunkel ist und es blitzt. Das sieht irgendwie geil aus, muss ich sagen. Ja, bevor irgendwelche Erinnerungen hier hochkommen oder so, müssen wir erstmal da ankommen. Was wir jetzt schon geschafft haben. Hier ist also das Lager der Lost. And damned. Ice took a hold of this whole place. You're lost when you are not forgotten, brothers. We'll find that motherfucker. I got you them bombs and that pistol-looking thing to make you quiet on it. Yeah, I took them. Those are my gifts for these pricks. Sit tight, little buddy. Okay. Don't be long. Wir haben Haftbomben. Wir haben Ziele. Also ist klar, was wir tun müssen. Mir ist allerdings noch nicht so ganz klar, wie ich es tun muss. Aber das werden wir schon noch herausfinden. Überhaupt kein Problem. Ach, da steht es ja auch. Erstmal natürlich die Haftbömmchen auswählen. Das wäre schon mal Schritt Nummer 1. Und dann auch immer den richtigen... Ich glaube, ist der das schon? Einfach werfen, ne? Ja. Yo. So, 4 sind noch übrig. Wir müssen uns hier natürlich ein bisschen vorsichtig bewegen. Damit wir nicht gesehen werden. Wir sehen das immer auf der Minimap. In welche Richtung wir auch schauen. Gucken, ob wir... Treffe ich den? Jawohl! Jetzt muss ich allerdings nochmal zurück, weil den werde ich nicht treffen. Und damit mich niemand sieht, gehen wir schön hinten rum. Immer... mit der Ruhe. Okay, der verpieselt sich, wie es scheint. Jetzt kann ich natürlich mal so im Nachhinein nochmal darauf achten, ob ich den jetzt gerade getroffen habe. Erstmal natürlich verstecken. Ich weiß nämlich, ich wusste nicht, wo er lang fährt. So. Das ist der. Okay. Oh, hier kurz verstecken, damit mich niemand sieht. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich den getroffen? Ja, ich habe den getroffen. Er ist weg. So, der kann mich nicht sehen, weil da ist ja noch ein Wohnwagen zwischen. Die beiden könnten mich sehen, tun sie aber nicht. Die Frage ist nämlich, weil gleich ploppt, glaube ich, nochmal einer auf, den ich schon gemacht hatte. Ich weiß aber nicht genau, warum der nochmal kommt. Ich wollte halt nur wissen, ob ich tatsächlich alle getroffen hatte. Schon. Da ist er wieder. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob die vielleicht abgegangen ist oder ich habe absolut keine Ahnung. Egal, wie dem auch sei. Dann müssen wir jetzt halt noch 2 machen. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich den hier treffe. Oder nicht. Ich versuch's mal. Ne, ich glaube, von hier werde ich ihn noch nicht treffen. Das ist viel zu weit weg. Das ist viel zu weit weg. Also schleichen wir uns mal ran. So, dass uns natürlich niemand sieht. Der ist zwar getroffen, ist aber der falsche Wohnwagen. Das war blöd. Also müssen wir nochmal außen rum.
Aber kein Problem, machen wir auch. Wir sind ja like a ninja. So, jetzt haben wir noch einen, den wir eigentlich schon hatten, aber naja. Was soll's. So, wenn ich den von hier treffe und getroffen ist, dann muss ich mich hier nur schnell mal abseilen, damit wir die Dinger zünden können. So, schwupps. Und boom. So, das gefällt dem guten Terror. Natürlich. Und jetzt ballern wir noch ein bisschen rum hier. Jawohl. Balla, balla, peng, peng, puff. Und so. Oh yeah. So, das ist ja alles hier schon bekannt, ne? Wir hauen die sowieso weg. Ich meine, hallo. Ist ja klar. Da können die natürlich so viele schicken, wie sie möchten. Das ist ja. Das ist ja wohl ein Witz, also wirklich. Überhaupt gar kein Problem. Also würde ich jetzt einfach mal sagen, dass es kein Problem ist. Aus dem Grund. Nehmen wir uns jetzt dieses Bike und drive mal kurz eine Runde weg. Und zwar genau bis hierhin, weil da ist das Auto, mit dem wir gekommen sind. He didn't piss me off. The guys that killed him, the federal government, they pissed me off. But if he's dead, who's this? Now you're starting to grasp the pertinent questions. Who is this guy using my dead friend's tired-ass movie quotes, with my dead friend's alias, and my dead friend's family, in a house that must have been paid for with my dead friend's stashed millions? Wow, that's a real mindfuck. Yeah, I'll show you a fucking mindfuck. I'm gonna stick my boy in your eye. It's gonna come out of your ear, huh? I didn't mean anything by that, T. Trevor! Lube up your eye hole, fucker! Cause I'm gonna fuck your tiny mind. Gee! Cause I'm gonna fuck your tiny mind, huh? I'm about ready to turn you into roadkill! Please! Don't turn me into anything! I just wanna be Wade. Are we nearly there yet? No, Wade. Are we nearly there? You keep this up, you're not gonna get there at all. Can you tell me a story? No, Wade. Let's play a game then. You know animal, mineral, or vegetable? I'll go first. I'm nanotechnology. You're what? Ooh, damn it. I gave it away. I wasn't supposed to say what I am. I'll start again. Animal, vegetable, or mineral? Hey, how about this? I'll tell you a story, if you promise never to speak again. I like stories. Of course you do. This story's about a boy called Trisha. Is Trisha a boy's name? It doesn't matter. Sounds weird. He was weird. Boy, gehen die Frames richtig gerade runter in den Keller, ey. Teilweise. In the Canadian border region of America. Okay. This boy, he had all the talent, charisma, and guile that a boy could have. But he didn't know what to do with it. He should become a baseball player. No, he shouldn't. Because he's not a fucking sellout idiot. Or hockey player. He did for a while. But his coach accidentally had a stick jammed up his ass. What could he do? I'll tell you in a second, okay? Just let me concentrate on the road. But Trevor! Hey! Aww. Aww. Tja. Wir sind auf dem Weg nach Los Santos und diese Reise werden wir in der nächsten Folge fortsetzen. Ich bedanke mich bei euch und bis dahin würde ich einfach mal sagen, haut rein!